Am frühen Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr kam es auf der B450 zwischen Wolfhagen und Ister im sogenannten Pfaffental zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 26-jährige Frau aus Volkmarsen mit ihrem Opel Corsa von Ister in Richtung Wolfhagen. Vermutlich aufgrund von Straßenklette verlor die Frau plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Durch die Wucht wurde der Wagen abgewiesen, schleuderte wieder auf die Straße und blieb dann auf dem Dach liegen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Wagen befreit werden. Nach einer ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Frau mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Art und Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Am frühen Morgen war der Streudienst auf der Bundesstraße bereits unterwegs. Der Streuwagen ist heute Morgen schon einmal hier über die Bundesstraße gefahren. So wurde es uns bestätigt vom Streudienstfahrer oder vom Streuwagenfahrer. Warum das danach wieder spiegelglatt war, ist im Moment nicht zu erklären. Es könnte dann im neuen Straßenbelag liegen. Die Feuerwehr musste im Bereich der Unfallstelle selbst noch einmal Salz streuen, weil es spiegelglatt war. Zum Einsatz kamen neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehr Wolfhagen mit insgesamt 36 Einsatzkräften. Die B450 musste während der Rettungsarbeiten voll gesperrt werden. Gegen 9.30 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.